Die First Appearance von Wolverine erscheint in einem Comic auf der Vivi-App. Außerdem gibt es eine weitere Mighty Series, die droppen wird mit einem sehr coolen Craft. Außerdem noch ein weiteres Disney Collectible mit einer super coolen Craft-Möglichkeit. Das und noch sehr viel mehr. Jetzt alles in diesem Video. Bevor das Video startet, noch eine ganz kurze Erinnerung für morgen Abend und zwar für den Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit bin ich live zusammen mit dem Viviversum auf seinem Kanal. Kommt sehr gerne vorbei, wir werden dort auf jeden Fall sehr spannende Gespräche wieder mal führen und eventuell wird es auch schon ein Announcement geben für ein sehr, sehr cooles Giveaway, das auf jeden Fall am Mittwoch. Kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu dem Comic, worauf wahrscheinlich so viele Leute schon gewartet haben. Und es hat eigentlich auch schon fast nur Sinn gemacht, dass es jetzt kommt mit dem Wolverine Collectible Drop. Und zwar sehen wir nämlich der Incredible Hulk Hashtag 181. Und hier sehen wir jetzt auch die First Appearance of Wolverine in einem Comic. Und das ist natürlich sehr besonders. Wir sehen das Ganze hier am 11. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit, das heißt schon am Donnerstag und dementsprechend schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Wir sehen natürlich wie immer fünf Comic Cover. Ich persönlich finde ich auf jeden Fall die ja Ultra nicht so krass. Dagegen finde ich tatsächlich sogar das Common-Cover echt ziemlich cool. Wir haben ja auf jeden Fall einen Listenpreis von 20 Dollar pro Comic. Unter anderem eine Total Edition Size von 10.000 Stück. Und jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen: Ey, das ist schon wieder ein zu hoher Listenpreis. Ja, ich kann es verstehen. Wir haben es hier aber, man muss ganz klar sagen, mit einer FA zu tun, die halt einfach auch immer relevanter wird. Jetzt auch mit dem Deadpool und Wolverine-Film wird Wolverine auf jeden Fall immer relevanter. Und ich finde es ist auch ein sehr, sehr relevanter. Character im MCU. Daher finde ich, ist es okay, dass es 20 Dollar kostet. Wir haben es auch in der Vergangenheit schon bei vielen anderen Comics gesehen. Ich glaube, Iron Man war zum Beispiel auch so ein Fall. Daher für mich persönlich absolut in Ordnung. Und auch die Edition Size ist auf jeden Fall okay und auch berechtigt, denn wenn man in die Zukunft denkt, da wollen auf jeden Fall deutlich mehr als vielleicht nur 3000 Leute dieses Comic. Um so einfach den Preis zu deckeln, macht das auf jeden Fall Sinn. Aber schauen wir uns jetzt mal die Daten auf GoCollect dazu an, denn die sind schon auch ziemlich aussagekräftig zu dem Comic selbst, denn wir haben es hier wirklich mit einem sehr, sehr hochpreisigen Comic zu tun. Und ähm, ich sag mal so: Das Gute ist, es gibt von diesem Comic extrem viele Grades, was den ganzen Preis natürlich auch ein bisschen deckelt, aber dennoch uns auch zeigt, was für ein starkes Comic das eigentlich ist. Zum Vergleich, wir haben bei vielen Comics ähm, im Bereich der 9.8 Grades vielleicht. 20, 40, vielleicht auch mal 60 Comics gegradet bei 9.8ern, aber hier haben wir einfach fast 150 9.8er gegradet und 87 davon wurden auch schon verkauft und der Average-Preis liegt hier momentan bei knapp 70.000 und das ist schon mal wirklich eine Hausnummer und auch wenn man hier unten schaut, wir haben hier bei den 9.0 über 1.000 gegradete Comics und der Preis liegt immer noch über 6.500 Dollar. Das ist enorm stark und daher wirklich ein... Echt extrem gutes Comic. Deshalb auch nochmal, die 20 Dollar finde ich persönlich sind absolut berechtigt für dieses Comic, weil es einfach ein extrem High-Value-Comic ist. Kommen wir nun aber von den Comics weg zu den Briefmarken und zwar zu den New Zealand Postcards. Diese sind nämlich hier jetzt geburnt bzw. werden geburnt für die Leute, die jetzt hier nochmal nachkaufen möchten. Ähm, diese Postkarten jetzt hier aus 1898. Die Series 2 wird jetzt hier geburnt, nur dass ihr hier Bescheid wisst. Kommen wir nun zur nächsten Marvel Mighty Series und zwar zur Spider-Man Series und diese hat es auf jeden Fall auch in sich. Ich persönlich finde, da gibt es fast so mit einer der coolsten Craft-Möglichkeiten bisher. Und auf jeden Fall, den Job selbst sehen wir am Samstag, den 13. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit. Und wir werden hier natürlich auch einige Charaktere sehen mit einer FA. In diesem Fall natürlich nicht Miles Morales, weil wir diesen ja schon haben. Der Listenpreis hier pro Collectible wird bei 15 Gems sein. Die Edition sei hier bei Miles bei 3.800 Stück. Ich finde auf jeden Fall hier auch den Mighty... Äußerst gut gelungen. Ähm, schreibt mir gerne mal dazu auch eure Meinung unten in die Kommentare. Allgemein zu den Maltes, ich finde, diese Series ist wirklich äußerst gut gelungen. Schauen wir uns mal hier den Reno an. Dieser ist eine Common und hier auch eine First Appearance. Und ich muss wirklich sagen, also der Reno gefällt mir hier an dieser Stelle wirklich extrem gut. Ähm, wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, meiner Meinung. dieser hat auch eine Editionzahl von 3500 Stück und ist eine Common. Als nächstes haben wir dann hier Craven. Diese hat eine edition -Size von 3.300 Stück und ist natürlich auch hier eine First Appearance. Dann haben wir als nächstes hier Silk. Diese wird eine Edition-Size von nur 250 Stück haben und auch eine First Appearance sein. Und nun kommen wir zu dem nächsten, und zwar dem Spider-Man Nyo. Ich weiß leider nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, es war so richtig. Korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren. Auf jeden Fall, wir werden hier nur eine Edition-Size von 88 Stück sehen, was... So verdammt wenig ist, einfach nur. Und wir haben ja alles auch mit der First Appearance zu tun. Hier hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man lieber den Miles genommen hätte als Secret Rear, Einfach weil wir den Miles Morales schon haben. Bei dem, finde ich, hätte man sagen können, okay, dadurch, dass es eine First Appearance ist, macht man halt nicht so eine Low-Edition Size. Ist auch wenn hier nur 10 einbehalten werden, finde ich das persönlich ein bisschen zu wenig Editions für diesen Charakter. Ja. Aber ähm, ja. Das sind nur meine Gedanken dazu. Als letztes haben wir dann hier noch den Peter Parker und diesen wird man als Rare craften können. Und hier kommt der Plot-Twist. Ich finde, das ist eine super, super coole Idee, muss ich ganz kurz mal vorweg sagen, denn der Listenpreis hierfür ist gar nichts. Man Insgesamt wird es eine 616 Edition Skim. Es ist außerdem eine First Appearance. Ich habe schon einige Kommentare auf Twitter gesehen, dass es wohl eigentlich technisch gesehen keine FA wäre. Ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht allzu sehr reingelesen, aber meiner Meinung nach müsste das hier auch eine FA sein, weil es im Prinzip Peter Parker als Charakter ist und nicht als Spider-Man, auch wenn er jetzt hier den Spider-Man-Suit anhat, aber. Einfach die Person an sich halt, der F.A.E.S., aber korrigiert mich da gerne auch in den Kommentaren, falls ihr dort mehr wisst als ich, das kann natürlich auch sein. Und auf jeden Fall, das Coole ist jetzt hier, man braucht jetzt hier bei diesem Crafting nur einen Miles Morales, also im Prinzip die Kamen, von der es 3500 Stück gibt und muss hier im Prinzip bis zum 27. Juli 2024 das Ganze gekraftet haben. Das Ganze wird dann hier während des Prozesses vom Craften auch geburnt, das heißt... Ihr verbrennt ja im Prinzip eine Kammen und bekommt dafür die Möglichkeit, hier einen Peter Parker zu craften. Mit 616 Editions finde ich persönlich eine unfassbar coole Idee, zu sagen, okay, man nimmt die Kammen und äh, damit kann man dann hier den Peter Parker craften. Das Ganze wird hier eine Stunde später verfügbar sein zu craften, das heißt am 13. Juli, das heißt am Samstag um... 18 Uhr deutscher Zeit wird das Ganze dann hier verfügbar sein. Schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, wie viel ihr das findet. Wie gesagt, ihr seht meine Begeisterung. Ich finde das super cool gemacht und daher nehme ich das auf jeden Fall bei diesem Job mit. Kommen wir als nächstes zu einem Job der kleinen Meerjungfrau. Es Ist zwar jetzt kein Job, den ich persönlich mitnehmen werde an dieser Stelle, dennoch finde ich es ultra cool umgesetzt. Wir werden den gesamten Job hier am 12. Juli um 17 Uhr deutscher Zeit sehen und wir werden hier im Prinzip eine komplette Plattform sehen, von der kleinen frau im Prinzip hier auch, kennt man glaube ich auch aus dem Film meiner Meinung nach. Jedenfalls, wir werden diesen Platz hier bekommen als rare. Das ist erstmal natürlich jetzt nichts Bedeutsames. Wir gehen aber gleich aufs Bedeutsame ein. Das Ganze wird hier nur 20 Jumps kosten, was ich total in Ordnung finde. 1420 Editions und natürlich eine First Edition. Und jetzt kommt im Prinzip der Plot Twist. Jetzt gibt es nämlich noch einen weiteren Drop und dieser ist meiner Meinung nach wirklich cool gedacht. Und zwar nämlich eine halbe Stunde später. Das heißt, um 7.30 Uhr wird es die Möglichkeit geben, hier, wenn man dieses Collectible gekauft hat hier, dann auch zum Beispiel Pflanzen oder sowas dazu zu craften. Wir werden das jetzt nicht einzeln einmal durchgehen, weil das sind, glaube ich, zehn Dinger, die es jetzt hier gibt. Auf jeden Fall ist der Listenpreis hier, wie ihr auch schon seht, bei null Gems und so wie ich das jetzt auch verstanden habe kostet das tatsächlich nicht. Ihr braucht im Prinzip wirklich nur diese Plattform und dann habt ihr die Möglichkeit hier, wer halt als erstes kommt, kann halt am meisten craften oder auch als erstes craften. Und ich muss sagen, ich finde das eine ultra coole Idee, da man hier einfach die Möglichkeit bekommt, im Prinzip for free Sachen zu craften. Also wir reden halt hier auch über ankamen Hier unten haben wir dann sogar im Bereich Ultra Rares. Wir haben hier unten dann auch Secret Rares, wirklich mit einer Low Edition Size. Und ich finde das wirklich einen sehr, sehr coolen Move, muss ich wirklich sagen. Insgesamt schreibt mir gerne mal auch dazu eure Meinung unten in den Kommentaren, da es ja doch eine relativ neue Art des Craftens ist. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, auch wenn ihr den Job nicht feiert. Kommen wir als nächstes zu ein paar sehr interessanten Daten und zwar von ViviFox zum Monat Juni. Insgesamt hatten wir 14,2% mehr aktive User. Also insgesamt 14.153 neue Wallets hatten wir um 44% mehr, also 667 Wallets, die im letzten Monat dazugekommen sind. Auch die Trade- und bzw. Market-Activity ist hier hochgegangen bei den Käufern insgesamt um 60%. Dennoch haben wir hier auf jeden Fall ja, natürlich weiterhin Abverkäufe. Wir hatten insgesamt 83.000 Trades in diesem Monat, 21% weniger als davor. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht allzu schlechte Zahlen. Es hält sich. Auf jeden Fall stabil. Kommen wir als nächstes zum Flower Bomber Drop und dieser wird jetzt hier auch nochmal von Vivi ein bisschen ausgeführt, denn wir hatten im letzten Video darüber gesprochen. Hier gab es ja nämlich eine Charity-Aktion unter anderem von den Einnahmen. Diese werden an Charities gespendet und hier finde ich, haben sie nochmal sehr, sehr gute Arbeit gelassen. Sie haben jetzt hier nochmal aufgelistet, an wen das Gesamt gehen könnte. Sie haben insgesamt drei Auswahlmöglichkeiten, an die man voten kann. Ich werde euch hier unten nochmal den Link reinposten. Ich sehe jetzt aber auch gerade hier, am 9. Juli wird das gesamte schon revealed. Das heißt im Prinzip heute. Und dementsprechend kann es auch schon sein, dass ihr gar nicht mehr voten könnt. Ich werde es trotzdem einmal unten reinpacken. Vielleicht habt ihr noch die Chance mit zu voten und hier ein bisschen mit zu bestimmen, an wen das gesamte Geld gehen soll. Und ansonsten war es das jetzt auch an dieser Stelle schon mit dem gesamten Video. Diese Woche, wie gesagt, kein Stream auf meinem Kanal dafür, aber beim Viviversum kommt er auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend und bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.